und das Ganze gewöhnt sich immer. Ich mich immer noch täglich schwer tue mit vielen Sachen. Ja, und ich glaube nicht, dass du Bock hast, jeden Tag 8 Stunden mit einer VR-Brille da rumzusitzen. Das sowieso nicht. Das würde ich Selbst dann nur zwischendurch mal wenn machen. man, ja, das ist eher ein Highlight, das man mal machen kann, aber kein Mensch setzt das Ding jeden Tag stundenlang auf. Ja, auf jeden Fall. Also doch, gibt's besti also doch, da gibt es bestimmt einige, aber ja. Oh, 5 hat der. Was, das war ich jetzt hier? Okay. 68 hat das. 10. Oh, der ist schon sehr hoch vorne. Gucken wir mal. Also quasi Standardeinstellung nur noch. Nur das, die Sicht passt ja nicht auch bei dem. Also, nochmal den Jaguar testen. Ist voll geil, da steht rechts Gags. Probier doch mal den M6, Katie, falls du mich noch hörst. Den fand ich sehr, sehr schwammig, aber mit kleinen Anpassungen ist er immer noch schwammig, aber oh Gott. Was ist mit dem Force Feedback hier? Ich muss das ändern, auf das Lenker dann passen. Ist das okay? Aber der Ferrari hat es ja auch angetan, gell, Katie? Meinst du, hat der. Oder Bentley? Ist scheißegal, beides hat sich gleich angefühlt. Ferrari, was meinst du, nächste Runde? Kommt ein Recall? Noch anpassen muss. Ich weiß nicht, ein Ferrari gehört irgendwie immer in die Liste, oder? Ja, deswegen war ich ja so traurig. Auf jeden Fall, okay, dann machen wir das im Recall mit Ferrari. Und weißt du, was ich heute noch gesehen habe? Mal kurz zur Box, ich muss eh noch was umstellen. Was mich heute auch so ein bisschen angefixt hat, das Ganze, weil ich ja dann mehr so aus. Deswegen auch einen eigenen Formel-Server oder einen Test-Server, damit ich mehr Auswahl für GT3 habe. Was so ein bisschen angefixt hat, das war diese Seite. Die ist zwar irgendwie komisch, aber. Ich musste da von da nicht laden. Wie war die denn? Eine DRM kann man ja kaufen hier. Die Wix-Seite. Die Wix-Seite, die hieß ja echt so, Wix, genau. Hier. Es gibt ja auch noch, wir fahren ja immer Lamborghini Huracan, ne? Es gibt ja noch Gallardo, gibt es auch noch GT3. Dann gibt es auch noch Aston Martin GT3. Ich würde die auch mal gerne testen. Bentley haben wir ja schon. Dann gibt es auch noch Sareni Camaro, also, ne? Camaro halt. Corvette. Gallardo bin ich in anderen Spielen immer sehr gerne gefahren. Und dann die berühmten Corvettes gibt es ja auch noch in den ganzen Rennen. Haben wir auch noch nicht probiert. Und ich würde so von jeder Marke ein Auto noch hinzufügen. Aston Martin habe ich, glaube ich, oben schon gesagt. Porsche haben wir ja schon. Wir könnten theoretisch auch nur ein Porsche machen. Wir haben so viele Porsches. Ich hatte 2017er den Porsche reingetan, denn das ist eh schon standardmäßig, dann einen anderen noch, also Porsche haben wir so viele. Der Aston sieht ganz gut aus, der ist hier auch offiziell noch dabei. Echt? Ist der dabei offiziell? Der Kurt meinte, der ist denn schon gefahren. Ist der Aston, aber nicht als GT3, oder? Ich weiß noch nicht, hier sind auch irgendwelche Bewertungen. Physics 7, Physics 8, Physics 8, Physics 7, Physics 10 bei dem Sareni. Camaro halt. Ja, da muss ich schauen, welche Firma das hat und dann kann man da mal gucken, was die kosten. Die kosten ja auch Geld, die Dinger, so ist ja nie. Mal schauen. Mal kicken. Wilde Seite, aber das hat mich so ein bisschen angefixt. Und es gibt doch bestimmt irgendwo eine Ansicht, was welche Autos ACC noch hat, so von Marken her. Hätte gerne die ACC alle Automarken. Und auch alle Strecken, damit ich mal ein bisschen schauen kann.
ACC Preset, Safe Preset, Spa Preset. Okay, lol. ACC Preset. Nur 5? Oh Gott, bin ich mal gespannt, was ich für Downforce denn jetzt. Okay, let's go. Ich muss, glaube ich, noch Force Feedback ein bisschen anpassen. Ich hatte das letzte Mal für das andere Lenker, das ist ja 30, das ist 27. Schau, nächste Kurve wegen Force Feedback. No. Okay, jetzt. Also. Bisschen schwach, stärker. Wie viel sind denn das? Weißt du nicht genau, vielleicht noch ein bisschen stärker. Ich bin mal kurz AK. Jo. Okay, Force Feedback verhält sich ganz komisch hier. Mit dem. Wenn ich früher Gas geben, aber. Irgendwie. Ich wollte ja nicht enger fahren. Oh! Jetzt gibst du in der Mitte der Kurve einfach Gas und es dreht dich einfach so? Zu stark noch eingelenkt oder was? Schon raus mit dem oder was? Also ich fand den Bentley nach ein paar Runden sehr geil. Ich hatte noch einiges umgestellt. Die Sicht verändert, ich fand den okay. Der ist so ein bisschen so ein Schlachtschiff, so eine Limousine. Aber hat einen eigenen Charakter gehabt. Natürlich kannst du die Zeit nicht fahren von den anderen. Aber ich fand's okay. Okay, direkt aufgegeben. So ging es mir aber auch nach Nürburgring eine Runde. So, das hat mich gar nicht so tangiert, dieses komische Sitzen links, rechts. Das habe ich gar nicht realisiert, bis das Technik gesagt hat. Ja, als ich dann über die Wiese mal gefahren bin, auf der linken Seite, weil ich so komisch drin dran war, habe ich es dann auch gemerkt. Boah, ich muss auf jeden Fall ein bisschen mehr Heckspoiler geben hier. 4 ist, glaube ich, wenig. Ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Downforce. Geht aber, oder? Wow. Was hat denn da für eine komische Strebe da so links? Ich sehe. Warte. Näher ran. Das fette Ding hier. Der Rahmen. Boah, ich bin nicht auf dem Ding gekommen. Ich wollte nicht die Kurve ganz eng nehmen.
Meint ihr, ich könnte mit der Cockpit-Ansicht so ranzoomen, dass ich das links nicht mehr sehe? Früher wollte ich immer so viel vom Auto sehen, jetzt stört mich das irgendwie. Und man kommt hier nicht über die Curbs wie ein ACC, falls euch wundert. Es ist zwar die gleiche Strecke, aber es ist nicht identisch. Was ich heute herausgefunden habe. Ich habe mir ACC-Guide angeschaut, wenn man die Strecke fährt. Kannst du aber nicht. Also, dann musst du dir auch andere Bremspunkte suchen, weil die Curbs, die da beschrieben sind, gibt es hier nicht. Und die Curbs sind auch, haben auch andere Höhen. Besonders die Schikane da. Hier stört mich das ja beim Linksfahren da so. Hey, das kann ja nicht sein! Ja, fuck, Mann. Ich gebe in der Hälfte der Kurve Vollgas. Ich war aber nicht gerade, aber dass es mich jetzt so raushaut wieder. Zu viel eingelenkt, aber ich musste jetzt, jetzt kam ja schon die Kurve. Und warte mal. Komm mal hier. Irgendwie komisch hier. Naja, egal. Kein Bock darum zu machen jetzt wieder. Ich habe jetzt so viel rumgestellt. Ist nur seltsam. Diese Sicht so. Die Sicht ist schon weit weg, oder? Also nah weit weg. Vielleicht zu sonst. Das ist seltsam. Ich sehe die Straße nicht so wie sonst. Sagte der, der mit Full Halo fährt und sieht gar nichts. Vorhin Formel 1 gefahren. Halo ist fetter als mein Kopf in echt. Kann ich hier im Viert noch pesen? Ja, weiß nicht. Echt jetzt? Vielleicht muss ich doch die Kamera einstellen, weil irgendwie hatte ich doch die Straße immer so nah, jetzt ist sie voll weit weg.
richtig getraut, Vollgas zu geben. Dreht sich wieder. Hier vielleicht sogar einen sechsten Stall bei dem oder was? Der blockiert gar nicht, wenn ich bremse. BB. Ich hab's eben gerade lautstark aus dem Kopfhörer schimpfen gehört. Ich hab hier jemand anderes abgefilmt. Was passiert? Ich gedreht war der Zielgerade mal vorher. So krass, kein Grip auf einmal. War unerwartet. Die letzte Kurve. Einfach kein Grip gehabt, noch einiges umgestellt gerade. Würde man eine Runde fahren mit dem richtigen. Und die Sicht ist halt ganz anders, als ich so sonst fahre gerade. Ich tue mich voll schwer. Plus 1 TCS noch? Hier auf 4 setzen. ABS braucht es nicht so viel. Aber bei den letzten zwei Kurven, die sind so eng, da kommt das Heck einfach. Und vielleicht doch ganz nah ranzoomen. Ich habe die Straße. Aber der Progress von dir und Techni ist aber auch übelst krass, ne? Ja, wieso? Weil ihr seid schon die letzte Woche deutlich besser geworden. Meinst du? Kommst du auf das? Wie kommst du auf das? Ja, ich sehe es ja auch in Zeiten. Ihr seid spürbar schneller geworden. Ja, die Strecke ist schwer, du. Die ist ultra schwer. Du musst die Kurven perfekt fahren, überhaupt was zu machen. Ich weiß nicht, so fahren? Nee, oder? Ist doch kacke. Lass mich mal kurz eine Runde so drehen. Sitze ich denn da? Wie auf dem Schoß von Daddy oder was? Ich sehe den untersten Teil nicht einmal, ne? Ich habe da mein Tablet-Chat. Ich sehe erst. Ab hier sehe ich erst. So, warte. Ab hier sehe ich erst. Den untersten Teil sehe ich nicht, dieses Basic-Dings da. So, mein Tablet mit den ganzen Sachen. Mit SimHub. Ich würde sogar teilweise so lassen. Dann nochmal die Linkskurve sehen. Ja, also so bin ich halt gewohnt zu fahren. Sehe ich auch die Curbs richtig. Oh, wow, oh, wow, oh, yeah, 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 du Arschloch. Das kannst du nicht vorstellen, Jensi. Ja, dem habe ich mir gedacht, hey, der ist eigentlich gar nicht mal so instabil. Also mit den Zeiten kannst du das halt sehr, sehr schwer vergleichen, eigentlich. Weil
es gibt ja Kurven, Jens. Wenn du die richtig fährst, gewinnst du 2 Sekunden. Nur wegen einer Kurve. Weil du noch die nächste richtig fahren kannst. Ja. Meint ihr unnatürlich die Sicht? Aber ich finde es halt stark so. Uff. Ich finde es krass, dass der halt gar nicht beim. Oder hört man das Rutschen nicht bei dem? Kann es ja nicht sein, dass ich nicht hier keine Kurve rutsche. Ich spüre das Rutschen noch auf dem Lenkrad. Ich rutsche auch hier. Scheiß Frontscheibe ist schmutzig auch bei dem Auto. Kannst du dir nicht vorstellen. Jetzt, wieso putzt die Autos keiner? Was denn? Was ist mit dem Modern? Putz doch mal deine Autos da. Sector 2 time is good. Bist du weiter raus? Ja, ich hätte früher Gas geben können, okay. Wieso ist denn das Sichtfeld 52 jetzt? Das ist falsch. Was ist bei dem Auto? Warte mal. 56 ist doch 52. Hä? Habe ich das außerdem vorhin verändert? Deswegen vielleicht. Ich habe meinen Vor verändert, deswegen war das mit der Sicht so komisch, okay. Das war ganz wild gerade. Ich habe außerdem mit Vorfällen. Wenn du das veränderst, dann kannst du gar nicht mal erstmal fahren. Erstmal vier Jahre. Spitz. Alter Mann, das ist ja ein Biest hier, also lecker mio. Ich lasse jetzt so. Ich spiele jetzt nicht mehr rum, das passt. Vorf passt. Das war das Auto, was ich beim Nürburgring sofort weggeschmissen hatte. Ich gerade fahre. Ich gar keine Chance gegeben habe, aber hier probiere ich es trotzdem.
ein bisschen Feintuning. Ich weiß halt leider nicht, was ich da mache. Hast du eine Garage? Nö. Okay. Ich bin ja auf der Stelle, auf der Track. Weißt du, warum bei mir der Wagen nicht angezeigt wird in der Liste? Welcher? Mein McLaren. Hinter meinem Namen. Musst du vielleicht blättern? Nee, also mein Name steht schon da und auch hinten Zeit und so, aber es steht halt kein Auto. Weiß ich nicht. Steht das bei mir oder was? Bei allen außer bei mir und Katie fährt auch gerade irgendwas oder ist gefahren, wo auch keins draufsteht. Weiß ich nicht. Was steht bei mir? Siehst du den Jaguar bei mir? Ja. Weiß ich nicht. Ich sehe sowieso noch eine andere Liste als du, da sehe ich die ganzen Zeichen. Rechts habe ich so eine Liste, da steht, wer welches Auto noch fährt. Also nur ein Zeichen. Also die Marke, wenn man es erkennt. Als Zeichen steht bei mir eine 70 oder sowas. Du und Katie fahren das gleiche anscheinend jetzt gerade. Weiß aber nicht, was das für ein Zeichen ist. Ist das McLaren oder was? Das macht nichts. Das ist vielleicht für Mod zu Mod anders, was da steht. Kann man auch umschreiben, wenn man möchte. Vielleicht hat er keine Beschreibung reingemacht. Geht ja auch. Ich habe das eine Ding auch umbenannt, selbst. Aber dass wir wissen, was das ist, ist ein Porsche. Doch eine tolle Zeit gefahren, was 2,7 Sekunden. Es ist jetzt so die erste Zeit, wo ich versucht habe, eine Zeit zu fahren, aber es geht noch deutlich besser. Ja, na klar, kommt ja noch mit der Zeit. Also ich meine, deutlich besser auch in meiner Welt gerade. Also manchen Stellen gehe ich zum Beispiel noch vom Gas, obwohl man eigentlich Vollgas fahren kann. Da musst du dich halt herantasten, das ist ja klar. Wenn du dann Vollgas gibst, dann fliegst du vielleicht doch aus der Kurve, wenn du... Ich weiß, wie du mit einer Vollgas zurechtkommen sollst. Ja, eigentlich ist das keine Kurve. Das kommt nach der ersten, zweiten, ich glaube nach der dritten Kurve oder so. Da geht es eigentlich nur rechts so ein bisschen den Berg rauf, aber bremsen musst du da eigentlich nicht. Aber ich bremse jedes Mal. Da musst du auch ganz links, weil du hast rechts keinen Grip. Da ist kein Grip auf der... Musst du ganz links fahren, ganz spitz. Weil du hast keinen Grip da links. Weil die Kurve, die geht links bergab. Du hast da keinen Grip auf der linken Seite. Nee, bergauf. Ja, sie geht bergauf rechts, aber sie geht links runter. Die Straße ist auch schief. So. Das habe ich halt alles versucht zu studieren. Jede einzelne Kurve. So verrückt bin ich jetzt. Aber erst nachdem ich jetzt 3 Tage gefahren bin. Ja, das Fiese ist, man wird dazu genötigt, das auch zu machen, weil man sonst gar nicht mehr mithalten kann. Nee, wird nicht. Technik braucht es nicht, der fährt nicht im grünen Boden. Was? Technik, der fährt, ja, das ist einfach, das ist das Starken, das hat Talent. Ich wollte einfach nur, mir ist egal, was die anderen für Zeiten fahren. Ich möchte meine eigene Zeit immer unterbieten. Oder die gleiche Zeit fahren, das war mein Ziel. Weißt du? Per Technik, Trustmaster oder hat er auch mittlerweile Trustmaster, genau das, was du hast, hat er auch. Nur halt ein anderes Ding, das ist egal. Lenker, das ist wurscht. Nur halt ein anderes Wheel halt, ne? Ja, das, ja, klar. Ich meine, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er jetzt schon ein anderes Wheel hätte. Hat er sich gerade erst geholt. Aber hätte ja sein können. Ich bin ja super gespannt auf das Direct Drive von Trustmaster. Wie das aussehen. Also man weiß ja schon so ein bisschen, wie es aussieht, aber. Wie wird es performen, ist die Frage. Ja, und was wird es kosten, wenn das nicht das TGT2 kostet mehr als das Direct Drive von Fanatic? Das nicht Direct Drive kostet mehr. Was vielleicht aber auch gar nicht. Also ich meine, da sind ja auch noch so viele analoge Bauteile, Motoren und sowas. Es kann schon sein, dass das auch gar nicht mal so günstig ist in der Produktion mit den ganzen Lüftern und sowas. Das Ding hat zum Beispiel gar keine Lüfter hier.
Ich weiß, das wird durch den Alu-Block gekühlt, habe ich gelesen. Hat nur einen Motor, Lüfter, fertig, reicht, ja? Boah, das kannst du dir denn nicht vor... Also... Ich bin ja... Irgendwie bin ich nach 9 Stunden Fahren ein bisschen empfindlicher. Das bei denen auf der Fanatec-Seite auch gerade nicht draufgehen, weil es, glaube ich, so gut wie alles ausverkauft. Auch das, was du hast, ist jetzt ausverkauft. Das Einzige, was, glaube ich, noch was verfügbar ist, ist, glaube ich, die Gran Turismo-Version oder sowas. Die habe ich doch. Mal 100 Euro. Die habe ich doch. Achso, ich dachte, du hattest die... Ach, du warst ja gar nicht da. Ich habe Gran Turismo gar gespielt. Ich habe Forza Horizon gespielt. Gran Turismo gespielt, die Tage. Um zu schauen, ob alles funktioniert mit dem Lenkrad. Ich hatte Forza Horizon gespielt, gigantisch, mit dem Lenkrad. Gran Turismo war sehr, sehr komisch. Also ich habe Xbox probiert, PlayStation probiert und halt PC sowieso. Nee, ich habe schon die Variante, damit ich auch Gran Turismo spielen kann. Weißt du? Kannst du aber mit dem anderen auch oder nicht, dachte ich. Nein, das ist hat keine PlayStation-Zertifizierung. Kannst du nicht. Ach was. Brauchst du extra das... Ja. Ja, das macht natürlich Sinn bei dir. Ja, ich war vorhin auf der Seite drauf und da war, glaube ich, nur noch das. Also unter den günstigen. Ja, das ist ja auch direkt gucken. Schon mit dem Boost-Kit. Ja, ja. Nee, weil es gibt ja 3 günstige. Das ganz günstige, dann das mit dem Boost-Kit und dann das Gran Turismo-Ding. Und ich dachte, du hast das mit dem Boost-Kit, das CSL-DD. Ich habe DD Pro. Genau, du hast das DD Pro, okay. Weil das war das Einzige, was da war. Ja, genau. Und das ist auch das, ich sehe gerade, die anderen haben auch kein PlayStation, okay. Was ja für dich natürlich ein Vorteil ist. Ja, war gut, mir halt wichtig, dass ich... Das ist falsch. Ist schon ein Haufen Geld dann wieder, ne? Ja, aber das Boost-Kit ist dann auch dabei, was halt auch 150 kostet. Musst du dann abziehen, weil du mit dem anderen vergleichst. Nur die PlayStation-Verifizierung noch. Also PlayStation-Verifizierung plus ein Boost-Kit. Und ohne Boost-Kit hätte ich keinen Unterschied zu dem anderen. Also lohnt sich halt gar nicht. Wenn ich kaufen wollen, würde ich mir das kleine holen, vermutlich. Hat es aber kaum Unterschied zu deinem jetzigen? Wegen dem Nanometer? Ja, genau. Das der große Unterschied ist das nicht, nee. Deswegen bringt das halt nicht so viel. Es wirkt halt schon ein bisschen wertiger, aber ich jetzt auch nicht vor mir das zu holen. Das, was du hast mit dem Ferrari-Lenker und alles, ist halt schon ultra, finde ich. Ich würde mir das Boost-Kit ja selber bauen. Ich würde ja das kleine nehmen und dann ein stärkeres Netzteil dann mir da zusammenlöten. Ne? Wenn das so geht, gibt es da bestimmt auch andere, die das machen oder verkaufen oder so. Ja, sag mal, kostet bei Amazon so ein Netzteil, dann lötest du den Stecker dann ran und fertig. Kann man nicht einfach ein Netzteil vom Computer nehmen? Weil 180 Watt ist ja nicht viel. Gibt es ja in kleinen Netzteilen. Das kannst du eventuell. Weil Watt machen, ist ja Watt. Kommt auf die Spannung drauf an, oder? Genau, es kommt auf die Volt drauf an. Wenn, ja. Jetzt, wenn das Computer hat ja 12 Volt und 3 Volt, 5 Volt, ja. Ja. Genau, und wenn das natürlich zufälligerweise passt, ich weiß jetzt nicht, wie viel Volt da drauf ist, kann man auch ein Computernetzteil nehmen, natürlich. Keine Frage. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das ein 24 Volt Netzteil ist, aber wissen tue ich das nicht. Das ist mir geraten. Boah. Was habe ich hier mit dem Auto? 1,50? Okay, das ist schon ein gemütliches Auto. Und dann bin ich 1,46 gefahren. Und das Heck ist auch so noch wild. Ja, aber eben waren wir 4 Leute auf der Strecke, das fand ich witzig. Mhm, waren auch schon die Tage öfters. Richtig, was los? Ja, wird doch Too Slow For You war auch da, Taco im Chat, der musste nur 7 Tage arbeiten, der wechselt sich ab, der hat einen Imbiss. 7 Tage arbeitet, dann hat er wieder 7 Tage Urlaub. Katie ist von früher von WoW. Ja,
Traco war auch vom WoW, komischerweise. Stimmt. Technisch. Jetzt sind deine ganzen WoW-Leute wieder da. Wird ja langsam. Zeit wird's. Jetzt muss jeder, weil wir WoW spielen. Der Lutschkäse, der muss liegen. Weißt du, ich meine. Am 26.09. Release. Rein da. Wieso? Du hast doch gesagt, du willst nicht. Klar will ich nicht. Lass mich doch mit irgendwas labern. Was labern, weißt du nicht mehr? Also ich persönlich hätte kein Problem damit, das nochmal anzufangen. Einfach weil ich es aber nicht totgespielt habe, so wie du. Ich auch nicht, aber nicht im Stream. Und nicht mit dem gleichen Namen. Gino TV. Und wie wir waren uns ja einig, ich würde auch gerne den Demon, nee, wie heißt er, den Todesritter nehmen. Allerdings hast du ja eben gesagt, er wurde genervt, ne? Er war am Anfang OP. Früher und war jetzt echt OP. Ja, in dem Lich King Patch am Anfang, damit er, weil er halt neu war. Und er wurde dann irgendwann im Laufe der 2 Jahre wurde er ja angeglichen und der Patch kommt raus. Wo halt alle gleich sind. Oder so gut wie gebalanced ist sowieso nie alles, aber ne, es hat nicht mehr so stark. Okay, erster Gang, kannst du sowas von vergessen. Wieso mache ich hier, also Gex, schalt doch einfach in den zweiten. Kannst du nicht vorstellen, Leute. Schalt doch einfach in den zweiten. Der erste Gang ist einfach tödlich. Also da kommt mir das Heck, das ist der Wahnsinn. Ich wünschte, ein schöner Setup-Bauer wird einloggen, wird das Auto bis zur Rumbastion probieren und sagen, Gex, schau mal, teste mal das Setup. War schon okay, die Frage vorhin vom anderen. Hast du einen extra Mechaniker, der dir das alles einstellt und sowas? Weil haben wirklich einige Streamer. Ist so. Krass. Ja, ist ja auch oft so, dass, wie ich gesehen habe, so mehr Leuten am Team, ist ja klar. Deswegen ist es ja auch ein Team. Voll ein anderer macht's. Gibt's so dann Fahrer und Mechaniker? Oder es gibt Mechaniker extern, die halt dann am Setup tüfteln und die dann zukommen lassen? Oder testen? Ja, klar. Das gibt's eigentlich überall. Auch bei Musikern. Viele haben von Technik auch keinen Plan. Gibt's dann immer einen, der sich mit der ganzen Technik auskennt. Ja. Das sind meistens die Keyboarder. Und Tech, wenn wir schon von Technik reden, Technik tut sich damit mit selbst beschäftigen. Wollte es auch schon so ein bisschen, dass ich es auch mache, aber ich habe nicht immer Geduld für sowas. Ich möchte einsteigen und fahren, aber notgedrungen meide ich das einfach. Ich probiere halt viel rum und mache hier und da, aber ich wollte halt auch gar nicht so tief reingehen, weil du kannst da so viel falsch machen. Ich mache halt einfach nur ganz, ganz viele kleine Sachen. Und ich habe halt immer gemeint, hey, du, ich habe ein Setup früher von den Leuten geladen. Keine Ahnung, 5, 6 Setups und dann kam ich mit einem klar, mit dem bin ich gefahren. Also man hieß ja, jeder ist anders und hier und da. Ja, natürlich, aber wenn 1 Million Leute, gibt es nicht 1 Million Setups. Es gibt vielleicht, für 1 Million gibt es vielleicht 100 Setups oder 10. Weißt du, weil es gibt dann doch Parallelen, was die Fahrer angehen. Wenn jeder seinen eigenen Stil hat. Trotzdem passt halt ein Setup auf mehrere. Und außerdem bin ich so ein Typ, der passt sich ja sogar ins Auto an. Wenn ein Auto okay ist, ich passe mich dann schon an. Früher oder später. Und wenn ich dann weiß, dass das Setup okay ist, dann ist es ja noch besser. Dann kann ich ja noch wirklich ans Limit gehen. Ich möchte doch viel einstellen, viel konfigurieren, sogar speichern vielleicht. Die Settings, damit ich die viel leichter Strecke habe. Genau, und ich habe Gran Turismo probiert, auch die gleiche Strecke, die wir probiert haben, Deep Forest Raceway, weißt du noch? Du gesagt, sie war geil. Ja. Und die war halt ganz anders in der Streckenführung. Haben sie noch verändert anscheinend. Wir hatten ja eine andere, alte Version gehabt, anscheinend. Und Force Feedback habe ich da null gespürt, weil war das schlechteste Force Feedback bis jetzt in allen Spielen, Gran Turismo. Okay, nehmen wir lieber die alte Strecke. Die war schon gut so, wie sie war.
Vielleicht muss ich da noch viel umstellen, aber das war halt einfach nicht gut. Dann habe ich Forza Horizon gespielt. Das ist ja ein komplettes Arcade-Game, was man mit Controller spielt. Du bist ja mit Lenkrad viel langsamer, weil du hast ja nicht die Geschwindigkeit vom Controller, das Links-Rechts-Lenken, das Korrigieren, was du auch musst bei dem Spiel. Da habe ich mir ein Video angeschaut, wie ich das einstellen soll. Bin komplett nach dem Video gegangen. Und fand das beschissen. Die Einstellung, ich habe auch nicht wirklich viel gefühlt, war seltsam. Dann habe ich selber noch ein bisschen versucht zu optimieren, fand ich auch noch beschissener. Dann habe ich im Spiel Standard-Settings gemacht, am Lenkrad auch auf automatisch und dann war es okay. Und dann da habe ich auch einen coolen Typen kennengelernt. Rakete Kadaver. Und der war sau cool hier. Danke dir, JVP. Was wird denn da für Nachricht gelöscht? Ach, ihr schreibt Nachricht gelöscht, lol. Ach so, das wäre so blau. Okay, bei mir wäre eine Nachricht. Ah, okay. Lol. Vielen herzlichen Dank. Ich probiere gerade ein paar GT3 Autos. Vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Voll der Prank hier. Ich dachte mir, aber das ist ja dann blau. Das ist ja die andere Farbe. Sehr geil. Gut durchdacht hier, die Nachricht. Dankeschön. Ich probiere gerade einige GT3 Autos aus, die es in die nächste Runde schaffen oder auch nicht. Turbo gelöscht, Main. Ja, also als Streamer merkt man das ja. Da hat man ja einige Sachen nebenbei laufen, wo den Chat immer beobachtet, ne? Auch wenn ich jetzt hier in der Küche sitze, nicht in meinem normalen Setup. Mein Setup ist im Wohnzimmer, ich habe mich aber in die Küche gehockt, damit ich fahren kann. Sonst muss ich jedes Mal, wenn ich 2-3 Stündchen fahren will und eine Stunde was anderes machen will, immer ab und an aufbauen. Das ist nervig. Also ich finde das Setup sehr, sehr geil. Wir haben ja eigenen Server. Morgen kommen dann noch mehr dazu, wo ich jetzt viel teste. Das ist immer 2-3 Tage eine Strecke mit verschiedenen Autos. Da machen wir dann zwischendurch noch mal Rennen. Aber momentan bin ich noch in der Findungsphase, was wir so machen. Deswegen probiere ich jetzt GT3 Autos. Haben wir, glaube ich, 10, 12, 13, 14 verschiedene. So richtig gleich stark sind die alle nicht. Und das Eisdanken würde ich lassen hier. Jetzt bin ich gerade beim Jaguar. Ich habe den Jaguar auf Nürburgring probiert letztens und habe den beschissen abgestempelt. Und jetzt gebe ich ihm noch eine Chance hier. Selbsternannte Leute, die sich Profi nennen, sind immer scheiße. Also, sorry, aber wenn, dann muss jemand anders einen so nennen. Weil Eigenlob stinkt. So, no front, natürlich sind alles immer super geil, Kapi. Und ich weiß nicht genau, wir haben gerade drüber gesprochen. Ich bin ein Mensch, der jetzt keine Ahnung von Setup hat. Ich habe jetzt nur ein paar Sachen umgestellt, aber. Das ist schon ein Biest, das Ding hier irgendwie. Ich habe, glaube ich, ein bisschen tiefer gemacht. Den Reifendruck habe ich verändert. Was habe ich noch verändert? Aber ich kenne mich halt dann null aus. Ich drücke halt einfach irgendwelche Knöpfe und hoffe, dass es besser oder schlechter ist. Und am meisten begeistert bin ich heute vom Ferrari. Ferrari 458 irgendwas, glaube ich. Mehr oder weniger das Auto des Tages aktuell. Der ist halt so ein gemütlicher Engländer, weißt du? Ich habe noch einen Bentley vorhin probiert, so eine Art Limousine halt. Fährst du gemütlich, kommst dann in die Zeiten der anderen GT3 nicht ran. Und ich habe auch einfach eine zweite Runde gesetzt, komme ich auch nicht mehr ran. Direkt abbauen, wir haben hier das mobile Studio aufgebaut, wenn wir heute noch bis fertig. Aber ich hätte noch einen Anschlag auf dich. Wir haben eine ziemlich mächtige. Was? Motion Rigs gebaut. Hast du Bock, das mal auszuprobieren? Ich weiß nicht, wie das mit dem Platz ist. Ich habe seit 2 Wochen mir so ein Alpha Omega geholt. Apex geholt.
was heißt denn genau mächtiger Rix? Ich bin gerade hier in der Küche und sitze auf dem Bürostuhl und in meiner Stube, wo ich drin bin im Wohnzimmer, habe ich gar keinen Platz für nichts. Ach so, das da. Ach du Scheiße. Ja, okay. Da muss ich schauen. Ich bin gesundheitlich, bin ich am Arsch. Lange Geschichte, Nervenschäden, Muskelfaserriss in den Füßen. 5 Jahre konnte ich nicht fahren, was ich momentan auch nicht kann, aber ich nehme 12 Tabletten am Tag. Ich habe auch aktuell Lungenentzündung und ich kann nicht gehen. Nur mit Krücken, Hilfsmitteln und Schuhen und Autofahren. Frag mich nicht, wie ich das mache. Alle 2-3 Kurven ändere ich die Fußhaltung. Mal mit dem großen Zeh, mal mit der Ferse, mal mit dem linken, mal mit dem rechten Hälfte des Fußes. Also, ich habe seit 5 Jahren eine sehr starke chronische Entzündung an meinen Füßen und ich kann halt meine Füße nicht bewegen, so wie ich möchte. Und ich nehme aktuell, wie gesagt, 12 Tabletten und habe Schmerzpegel täglich zwischen 8 und 10 von 10. Kann auch momentan nirgendwo hingehen, außer zum Arzt und nach Hause. Ja, warte, ich muss dir dann. Warte kurz. Und ich bin 5 Jahre nicht gefahren, obwohl Fahren meine Leidenschaft ist, aber ich habe sehr, sehr starke Krämpfe und jeder Krampf könnte theoretisch der letzte sein und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, YOLO, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach das, was mir Spaß macht und wer weiß, wie lange ich das noch machen kann und überhaupt. Also, alles sehr, sehr schwer. Warte, ich gebe da gleich mein Permit hier. Ich kann nur in der Küche nicht so viel machen wie im Wohnzimmer. Edward, hau Clip rein, dann können wir mal gucken. Ich bin in München. Also, ich kann aber momentan eh nicht, darf momentan eh nicht raus, so wie ich bin. Mit Lungenentzündung, mit allem und den 12 Tabletten. Also ich darf und soll aktuell nur zwischen Arzt und zu Hause pendeln. Also aktuell, was Gesundheit angeht, sehr, sehr schwer. Das ist sehr, sehr geiles Angebot. Das ist auch super geil, aber ich kann von der Gesundheit, geht einfach nicht. Ich kann Tage gerne mal aufstehen, deswegen habe ich auch sogar hier Bettcam und so ein Scheiß. Ich habe Bettcam, ich habe in der Küche 2 Cams, hier im Wohnzimmer 3 Cams, also schwierig. Und ich werde auch theoretisch, was man wieder vor 2 Wochen gesagt hat, nie wieder gesund. Ich habe Nervenschäden in den Füßen, habe Muskelfaserriss und starke Entzündung, die nicht einmal es erlaubt, Socken anzuziehen. Also ich möchte jetzt da nicht irgendwie was sagen oder machen oder tun. Ist aber so. Bin halt gesundheitlich nicht. Ich gebe nochmal Erlaubnis, vielleicht wegen 2 Minuten. Ich kann auch gar nicht auf den Channel drauf gehen, wenn du willst. Ist doch egal, oder? Soll ich nicht einfach deinen Channel drauf gehen? Also, Bahn ist meine Leidenschaft und ich habe in den letzten Jahren auf fast alles verzichtet, was meine Leidenschaft hier überhaupt an sich geht. Viel im Real Life verloren, viel kaputt gegangen. Und ich habe jetzt ultra starke Krämpfe. Wie gesagt, jeder Krampf kann der letzte sein, dass ich nie wieder was machen kann. Und deswegen habe ich jetzt mit 12 Tabletten am Tag, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für Scheiß ich da nehme. Aber es ist doch jetzt egal. Deswegen super geiles Angebot, würde mich toll freuen, aber leider muss ich da nee sagen.
Obwohl ich schon Bock hätte. Ja, ich habe ihn. Ich muss ihn nur aus der Küche kopieren. Küche kopieren, Wohnzimmer kopieren, in die Küche reinhauen. Ich habe 5x15 Meter Kabel in die Küche verlegt. USB-Kabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel und 20 Meter nochmal USB-Kabel. Bisschen schwierig. So, jetzt gucken wir mal. Bin ja gespannt. Ach, schau mal, Jens, es schaut ja aus wie bei uns mit der Multicam. Chat, das war zu viel. Sehr geil. Eine Sekunde. Warte. Aber krass, diese Rigs hier, guck mal an hier. Boah, das ist ja geil. Hulla. Ich habe ja auch so eine Multicam, wo wir dann ganz viele Sachen einstellen mit ganz, ganz vielen Kameras aus mehreren Perspektiven, aber ohne Rig. Also ich habe dann oben, unten, links, rechts verschiedene Ansichten von verschiedenen Fahrern und Leuten. Und wer ist jetzt? Hier stehen schon 10 von der Rigs, okay. Und das ist wo? Na sowas. Okay, das bringt gar nichts mehr. Ja, ich kenne Allershausen, klar. Ich kenne Allershausen. Einfach die A9 hoch, fertig. Okay. Aber so, war ich alle paar Tage früher, als ich noch jung war. Chaos machen wir, ja, ich habe hier halt das Force Feedback. Sprich, wenn ich irgendwo, wenn mein Lenkrad irgendwas macht. Das ist krass, ja. Also ich habe vor 2 Wochen dieses Lenkrad jetzt hier. Ich habe meinen ganzen alten Stuff zusammengesucht und verkauft. Ich habe meinen Driving Force GT verkauft, G27 verkauft, TX verkauft, T300 verkauft. Und das CSR Fanatic EU Wheel habe ich auch verkauft. Alles über eBay. 60 eBay-Stunden und 20 Stunden Dachboden und Keller. Alles verkauft, um das hier zu holen. Also war Welt die letzten Tage und letzten Wochen. Ja, irgendwie schon, Engel Tomato, ne? Chat, das war zu viel. Das ist ja geil. Das sieht schon aus wie so ein kleines Raumschiff, wo die da drin sitzen. Also hier ist das Thrustmaster Wheel, ne? Mit dem. Kenn ich. Ich hab Jens, den ihr im Discord hört, habe ich mein TX vermacht. Das ist die Xbox-Version, ist das TX. Ja genau, kenne ich. Habe ich mir 2013 geholt. Okay. Also ich habe mir in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viele Lenkräder gekauft, habe sie jetzt einfach alle verkauft. Chaos machen wir, ja, ich habe hier halt das Force Feedback. Sprich, wenn ich irgendwo, wenn mein Lenkrad irgendwas macht. Ja, ich habe letztes Mal alle Lenkräder getestet, wie gesagt, TX, T300, G27, Driving Force, GT, ja, alte Fanatic. Und das G27 hat am schlechtesten abgeschlossen. Chit, das war zu viel. Okay. Ja, nice. Das ist schon wild. Da kann man dann drin hocken und dann da lenken. Ich kenne halt. Jo, mach das. Mach das und vielen Dank hier. Ja, aber wie gesagt, gesundheitlich kann ich mich halt nicht bewegen und ist jetzt schwierig. Aber mal gucken, vielleicht können wir das irgendwann mal regeln, je nachdem, wie es mir halt geht oder nicht. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Nein, ich habe da nichts gebastelt. Dankeschön für den Einblick. Dankeschön für den Einblick und lass mich gleich mal hier ein... Schaut echt beeindruckend aus. Scheiße, ich wollte noch ein Follow hinterlassen, aber irgendwie habe ich das geschlossen hier. Kommen wir doch auf seinen Kanal von hier. Doch hier, da, zack. Achso, ich bin hier gar nicht eingeloggt. Warte, ich logge mich mit dem anderen ein.
So, kriegst direkt Follow rein. Na klar, muss doch sein, Ehre. Hier ist die Seite. Ach du Scheiße. Habe ich. Jawohl, Follow ist drin. Und hier. War wer am zweiten Server am Basten? So hat es Jen schon beantwortet. Der zweite Server, den hostet Techni, das sind einige Tests, die er da macht. Ich werde morgen, weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast heute, ich werde morgen noch einige Server dazu addieren. Wir werden einen eigenen Formel-Server haben, einen eigenen GT3-Server und auch einen eigenen DRM-Server und einen eigenen Formel-1991-Server. Je nachdem, wozu ich jetzt komme, wie viel ich schaffe. Wir werden noch einige Server adden und dann gucken wir mal. Also aktuell, ich habe ja vor ein paar Wochen, wie schon gesagt, mit dem Fahren angefangen. Ich habe mit Outmobilista 2 angefangen. Dann bin ich ein bisschen iRacing gefahren, weil man mir einen Monat geschenkt hat. Dann ein bisschen Formel 1, 22, jetzt bei AC hängen geblieben. Und ACC werden wir uns schon bestimmt noch irgendwann anschauen, aber erstmal noch AC hier. Ich feiere da die Freiheit, dass ich mir Autos drauf tun kann, die ich möchte. Eigentlich bin ich mehr so ein Typ, der gar nicht so ein GT3-Fan ist, aber mehr so Formel-Fan. Also deswegen habe ich hier am Server auch Formel 1 bis 3 und auch LMP 1 bis 3 und LMH auch drauf getan. Da machen wir halt vielleicht extra Server sogar für die. Also aktuell noch nicht ACC, auch noch nie gespielt. Ich habe das Spiel, aber ich habe es noch nie gespielt. Ich habe es mir damals 2000 geholt, als es rauskam, glaube ich. So wie ich die letzten 5 Jahre immer die Lenkräder neben mir hatte, aber nie benutzen konnte. Zur Vorstellung, 5 Jahre ist das Lenkrad am Schreibtisch halben Meter neben mir gewesen. Das ist nicht das hier und ich konnte es nicht benutzen, weil ich nicht fahren konnte. Was ich eigentlich auch nicht kann, weil meine Füße tun so krass weh, dass ich nicht einmal Socken anziehen kann, aber lieber halte ich noch mehr Schmerzen aus, anstatt irgendwann nie wieder fahren zu können. Also nee, aktuellen AC jetzt. Und ich teste gerade alle GT3s durch. Auch aus verschiedenen Jahrgängen. Sind zwar nicht immer günstig, aber das geht schon. Ich habe mir auch die Formel 1 bis 3 geholt von RSS. War ganz cool. 1 bis 4 sogar. Ja, und wenn manchmal meine Füße ein bisschen was Komisches machen, zu viel Gas oder überhaupt einfach nur sich ausruhen wollen, dann ist das halt so. Zu viel Gas, einfach bremsen, keine Ahnung. Ich habe die nicht immer 100% unter Kontrolle. Bei den Nervenschäden, kann man sich ja vorstellen. Aber ich versuche jetzt jeden Tag fleißig zu üben. Ah ja, apropos ACC, ich habe mir heute einen Guide von der Strecke angeschaut, das war ja ACC-Guide. Ich kann viele Sachen gar nicht so fahren, besonders die Schikane hier, die ist in ACC ganz anders. Da kann man ja normal voll drüber, hier geht's ja gar nicht. Also ich sag mal, das ist die gleiche Strecke, ist aber nicht identisch. Was heißt denn das, Teacher, musst du mir erklären, was das heißt? Oder jemand anders von euch? Was ist denn ein No-Hazy-Server? Ich mache jetzt erstmal die Server, die ich geplant habe, dann gucken wir mal. Und da bastel ich dann die nächsten Tage rum. Hätte schon früher Gas geben können, ne? Also ich sagte, der Jaguar,
Da muss ich, dem muss ich, glaube ich, noch mehrere Chancen geben, Jens. Der ist schwierig. Ja. Der ist echt ein Biest. Wünsche dir auch eine gute Nacht. Dankeschön. Schlaft schön, angenehme Träume. Du, ich falle auch gar nicht so ins Haus mit diesem ganzen Krankheitskram, aber weil ja direkt gefragt wurde, ob ich da irgendwo hingehen sollte, musste ich halt ein bisschen erzählen, ne? Dankeschön fürs Folgen. Also Katie, Katastrophe das Auto irgendwie. Ich komm da. Nicht einmal unter 1,50 oder was mit dem? Oh Jens, ich muss meine Tabletten nehmen, Alter. Es ist schon spät. Normalerweise muss ich die einen 4 um 11, einen 4 um 12. Ach du Kacke. Und nee, ich hab die ja vorher genommen. LOL. Stimmt. Ihr wart ja vorhin am Dings da. Ich war ja im Wohnzimmer und hab die genommen. Und vergessen. Wo ich gesagt habe, ich gehe in Wohnzimmer und zeig technisch Discord. Da habe ich die wichtigsten genommen für die Lungenentzündung. Jetzt mal nicht erst in Gang geschaltet hier. Ich fahre jetzt noch eine Runde mit dem und dann will ich noch einen anderen testen. Also bisher gut, also gut fahre ich bisher. Audi, McLaren, Fefe und der AMG so bedingt. Ja, der AMG, da muss man noch schauen, was wir aus dem machen. Also der ist mir auch immer weggerutscht. Aber ich habe ja gestern das Rennen da gewonnen gehabt. Mit dem. Aber ich habe ja nicht viel an dem verändert. Ich werde die eigentlich alle auf die nächste Strecke übernehmen erstmal, weil ich ja die Formel 1 raushauen kann, weil sie einen Server bekommen. Also kann ich die alle übernehmen, müssen wir uns gar nicht entscheiden. Das finde ich ja echt gut, also die sind ja nicht wirklich Balance of Performance, zwecks gleiche Performance, wie den ganzen Mods, aber wenn wir Rennen fahren, mache ich es weiter so, dass wir einfach ein Auto aussuchen können und fertig. War mal mit dem gleichen. Also, Audi weiß ich gar nicht mehr. Also ist mir das nicht negativ in Erinnerung. McLaren finde ich super. Aber auch ein bisschen langsam, ne, im Vergleich zu den anderen. Ja, hier immer, wusste ich. Ich frage mich gerade, ob es an mir oder am Wagen liegt. Der ist nicht so schnell. Katie ist ja aber eine schnelle Zeit gefahren mit dem. Ich werde ihn gleich auch nochmal testen. Ich habe da mein Setup ja auch gebaut auf das. Setup? Ich sehe ihn nicht. Jetzt ist wieder raus. Ach so, das ist die Zeit vermutlich, wo der Name nicht steht. Vom Wagen. Hast du auch den Link von draußen, dass du den Server anschauen kannst? Soweit warst du auch schon, oder?